Liebe Freunde der Klickunterhaltung, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren, hoffentlich informativen Video bezüglich Chamäleons. Ja, wir haben uns ja schon darüber unterhalten, was für Terrarien brauchen wir, was für eine Art Chamäleon gibt es überhaupt, was kommt für mich in Frage, aber wir haben die wichtigste Frage von allen noch gar nicht geklärt. Und zwar, was für Kosten kommen überhaupt auf mich zu, wenn ich mir ein Chamäleon anschaffe? Ja, wir sprechen heute über die Anschaffungskosten, ja, was kostet ein Chamäleon? Dann sprechen wir über die Terrariumkosten, dann nehme ich jetzt einfach mal mein Terrarium als Beispiel, was mich das so teures gekostet hat. Dann, was habe ich für Futtertierkosten und was kommt für Tierarztkosten auf mich zu, sollte mein Tier irgendwelche gesundheitlichen Probleme haben. Fangen wir erstmal an mit dem Thema, was kostet ein Chamäleon, und hierbei rede ich von den reinen Anschaffungskosten, ja. Vorweg sei gesagt, es wird unterschieden zwischen Jungtier und ausgewachsenem Tier. Die Jungtiere sind meistens billiger als die erwachsenen Tiere, da es vergleichsweise zu anderen Reptilien schwierig sein soll, diese durchzubekommen, sodass sie die adulte Phase erreichen. Das halte ich auch ehrlich gesagt eher für einen Mythos, wenn ich ehrlich sein soll, denn jegliches Chamäleon, was ich besessen habe, hat den adulten Zustand erreicht und ist an Altersschwäche gestorben. Außer eines, das ist an einem Parasiten gestorben, welcher zu spät entdeckt wurde. Aber das war auch schon halt erwachsen. Aber ansonsten hatte ich noch nie Probleme mit meinem Jungtier. Die waren alle gesund, die hatten alle, waren alle am Rumlaufen, haben vernünftig gefressen und alles. Und da man die meisten eh im Alter von 12 Wochen bekommt, ist es da eigentlich eh schon eine sichere Nummer, dass die durchkommen und dass es dann nicht mehr zu Komplikationen kommt. Das ist halt eher, glaube ich, so ein Ding für Züchter, da das halt frisch geschlüpft, wirklich anspruchsvoll ist, die Tiere durchzubekommen, aber sie vom Züchter mit einem Alter von 12 Wochen zu kaufen, ist meiner Meinung nach unbedenklich. So, ich habe mir jetzt mal als Beispiel zwei Chamäleonarten rausgesucht. Einmal wie üblich das Panther-Chamäleon und natürlich das Jemen-Chamäleon. Beim Panther-Chamäleon sei gesagt, dass die Preisspanne stabil zwischen 100 und 200 Euro liegt. Hierbei ist auch wieder der niedrigere Preis für das Jungtier gezählt und der höhere Preis für das erwachsene Tier. Für Murphy habe ich damals 120 Euro gezahlt. Der war auch schon komplett fähig. Der hatte seinen Arztbesuch hinter sich. Der war schon eingetragen, also gemeldet, weil, ne, wie gesagt, Chamäleons sind dann meldepflichtig. Und der war halt komplett fertig. Ich habe Murphy auch mit 12 Wochen bekommen und das Einzige, was da neu war, war, dass Murphy wirklich eine Angewöhnungsphase von 1,5 Wochen hatte und in der Zeit auch wirklich gar nichts gefressen hat. Das war das Einzige, was mich so ein bisschen verwirrt hat, weil ich das halt noch nicht vorher kannte. Aber so geht's Murphy super. Der hat keine Probleme, ist jetzt auch mittlerweile erwachsen und macht all das, was ein Chamäleon so machen muss. Beim Jemen-Chamäleon hingegen finde ich die Preisspanne relativ krass und da könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, solltet ihr euch jetzt frisch ein Jemen-Chamäleon-Jungtier zugelegt haben, ob die Preise so wirklich stimmen. Denn ich halte das ehrlich gesagt für ganz schön krass, weil beim Jemen-Chamäleon, so laut Internet, die Internetseite blende ich euch auch gleich mal ein, wo ich das habe, liegt die Preisspanne bei Jemen-Chamäleons zwischen 30 und 350 Euro. Das finde ich ganz schön krass, weil wenn ich mich recht zurückerinnere, habe ich damals für mein Jemen-Chamäleon-Weibchen 60 Euro bezahlt, was ich schon sehr wenig fand. Aber wenn der Preis wirklich auf 30 Euro, sage ich jetzt mal, gesunken ist, ich meine gut, Jemen-Chamäleons sind relativ bekannt und kennt eigentlich jeder, der sich so ein bisschen mit Reptilien auseinandersetzt, aber dass die wirklich 30 Euro kosten, finde ich schon echt krass. Also wie gesagt, wenn ihr euch selber frisch an jedem Chamäleon zugelegt habt, könnt ihr mir gerne irgendwie zukommen lassen, wenn ihr möchtet, was ihr so für euer Tier bezahlt habt. Hier sei noch wichtig zu sagen, dass das halt die reinen Anschaffungskosten sind. Ja, das ist halt, hat beinhaltet kein Terrarium, keine Tragemöglichkeit, das Tier vom Züchter nach Hause zu bringen. Das sind die reinen Kosten für das Tier. Das heißt, ihr geht hin, sagt, okay, den hätte ich gerne, bezahlt, zack, habt ein Chamäleon, aber noch nichts anderes. Und um das andere kümmern wir uns nämlich jetzt. Jetzt sprechen wir über die Kosten des Terrariums. So, wie schon vorher gesagt, ne, ich beziehe mich jetzt auf mein Terrarium. Dazu ist natürlich auch noch wichtig zu sagen, dass es auch verschiedene andere Arten von Terrarien gibt. Terrarien, die nur aus Gase bestehen, heißt, die so rundherum dieses luftdurchlässige Material haben, sowas wie Fliegengitter. Dann Terrarien aus Holz, Terrarien aus Glas und was es nicht alles gibt. Aber es sollte immer an erster Stelle stehen, dass das Wohl des Tieres im Vordergrund steht. Und zwar ist es zwar schön und gut, was Billiges zu finden, aber wenn man zum Beispiel an die Mindestmaße des Tieres nicht einhält, die es als an Freiraum braucht, ist das in meinen Augen eigentlich schon Tierquälerei, weil du das Tier quasi zwingst, in etwas zu leben, wofür es aber nicht ausreichend ist. Das ist quasi, als wenn ich einen Goldfisch in ein Wasserglas stelle, der kann sich dann von mir aus einmal drehen und kriegt halt Wasser, aber der ist halt nicht glücklich und wird dann auch relativ schnell sterben. Und da ihr euch ein Chamäleon anschafft, weil es euch interessiert und auch fasziniert und ihr auch gerne damit umgehen und agieren wollt,
und auch lange was davon haben wollt, würde ich euch empfehlen, dann da ein bisschen mehr Geld rein zu investieren, denn wenn das Chamäleon glücklich ist, und das zeigt es euch, indem es halt, wie gesagt, eine vernünftige, natürliche Farbe hat und viel mit den Augen durch die Gegend guckt und frisst und rennt. Jetzt habe ich den Faden verloren. Auf jeden Fall, wenn euch was am Tier liegt und ihr viel davon haben wollt, investiert einfach mal ein bisschen mehr. Und ich, wie gesagt, mein Terrarium habe ich auch anfertigen lassen und ich kann euch jetzt hier auch hoffentlich dann da überzeugen, dass es auch gar nicht mal so teuer ist, ein vernünftiges Terrarium für euer Chamäleon zu besorgen. Klar, hierbei sei natürlich gesagt, bei Anfertigung und sowas geht der Preis ins Unermessliche. Da gibt es keine Obergrenze. Aber ich denke mal, ich habe jetzt ein gutes, mittelpreisliches Terrarium für Murphy organisieren können. Und da schauen wir doch jetzt mal rein. Das Terrarium an sich, ja, blende ich jetzt hier höchstwahrscheinlich mal ein, ich hoffe, ich vergesse das nicht, hat die Maße von 90, 60, 150. Hierbei sei dann natürlich gesagt, die Länge beträgt 90 cm, die Tiefe 60 cm und die Höhe 150 cm. Es ist ein reines Glasterrarium. Im Deckel oben hat es einen Streifen aus Gase, sage ich jetzt mal, so luftdurchlässigem Material. Und unten an den Schiebetüren gibt es dann auch nochmal einen, ich sage jetzt mal, Gasestreifen, damit die Luft vernünftig von oben nach unten durchzirkulieren kann und das Chamäleon immer mit Frischluft versorgt wird. Das Terrarium habe ich mir, wie gesagt, von einer Firma anfertigen lassen, die sich auf Glasterrarien spezialisiert hat. Die reinen Terrariumkosten haben bei mir 410 Euro betragen. Das war dann aber auch komplett fertig, ich musste nichts selber machen. Die Türen waren drin, die Schienen waren drin und auch die Belüftungsmöglichkeiten waren drin. Ich habe quasi ein fertiges Terrarium gekriegt, keinen Bausatz und konnte es dann quasi so aufstellen. Meine Pflanzen hatten einen Gesamtwert von aktuell 20 Euro. Da werden auch auf jeden Fall noch ein paar folgen, aber so das, was jetzt da so drin ist, hat den aktuellen Wert von 20 Euro. Das soll ich auch nochmal zeigen, weil es sind einige Pflanzen drin, dass es auch nicht gerade teuer ist, das Terrarium mit echten Pflanzen zu versorgen. Klar ist natürlich ärgerlich, wenn die Pflanzen andauernd eingehen, aber wenn man Glück hat und irgendwann den Dreh raus, dann hat man auch Pflanzen gefunden, die in extremeren Witterungen, sage ich jetzt mal, im Terrarium gewachsen sind. Die Korbplatten, die ich an den Seitenwänden des Terrariums angebracht habe, ja, damit sich das Tier nicht selber spiegelt und denkt, die ganze Zeit ein Artgenosse würde ihm das Revier streitig machen, haben um die 40 Euro gekostet. Hierbei sei gesagt, dass Korkplatten auf jeden Fall zu bevorzugen sind gegenüber so Kokosmatten oder so, da das Chamäleon an den Korkplatten besser klettern kann und sich an diesen Kokosfasern, bei so Kokosmatten mit den Krallen verheddern kann und sich da im schlimmsten Fall was abreißen kann. Und sollte ein Futtertier mal an so einer Kokosmatte hochkrabbeln und das Tier schießt gegen das Futtertier, lutscht es noch direkt so ein paar Kokosfasern mit und dann sieht das immer so aus, als hätte das Chamäleon ein Schnurrbart, wenn es gerade das Heimchen oder die Heuschrecke reinzieht und ist auch nicht so toll, wenn das Tier die andauernd mitfressen will. Deswegen sind schon Korkplatten zu bevorzugen, würde ich jetzt mal sagen. Der Bodengrund ist überhaupt nicht teuer. Hier beträgt sich der Preis bei 20 Euro. Und da kriegt man so einen riesigen Sack für, wo man wirklich zwei, dreimal, zumindest für mein Terrarium, zwei, dreimal den Boden locker austauschen kann. Sollte der Bodengrund irgendwann mal zu durchnässt sein oder schon irgendwelche Vergammelungserscheinungen hervorheben, ja. Aber du kriegst wirklich für 20 Euro so einen riesigen Sack. Da kannst du auf jeden Fall ordentlich Bodengrund verteilen und dann auch nochmal ausbessern, sollte es soweit kommen. Um meinen Boden, was ich schon mal angekündigt hatte, vor Feuchtigkeit und Schimmel zu schützen, habe ich noch unter dem Bodengrund eine Schicht Ceramis platziert. Da kostet der Sack auch 20 Euro und da ist auch mehr als genug drin, das dann auch mal ein paar Mal auszutauschen, sollte es mal irgendwann der Fall sein. Die Äste, die unbehandelten, wo ich auch schon mal in den Kommentaren gefragt wurde, die waren ehrlich gesagt für die Größe schon verhältnismäßig teuer, muss ich sagen. Das Glück dabei ist halt, die sind, ich würde jetzt mal sagen, getrocknet. Auf jeden Fall gibt es da keine Möglichkeit, dass die halt anfangen zu gammeln oder wegzuschimmeln. Nur da war halt wirklich der Gesamtpreis für die Äste, die ich habe, lag so bei 20 bis 35 Euro, was ich schon für die Äste verdammt teuer finde. Eine kostengünstige Alternative ist natürlich gut, du gehst halt irgendwo an einem trockenen Sommertag durch den Wald, suchst die abgestorbene Äste raus, die dann auch schön trocken sind und benutzt die dann. Da muss man halt natürlich darauf achten, sollte man die dann ins Terrarium packen, dann herrscht dann halt da eine hohe Luftfeuchtigkeit. Da muss man halt dann mal gucken, ob da nicht die Äste irgendwann anfangen zu schimmeln oder morsch werden, dass das Tier da eventuell durchbrechen könnte. Gegen die Äste, die ich jetzt natürlich gekauft habe, da sage ich gar nichts gegen. Ich finde die top. Ja, nur die sind halt verhältnismäßig preislich ein bisschen teuer. Beleuchtungstechnisch ist, habe ich ja schon mal gesagt, ist empfehlenswert, dann zwei Lampen zu nutzen. Eine reine UV-Lampe. Bei mir hat die 27 Euro gekostet. Und
eine Lampe, die als Wärmelampe fungiert. Da habe ich ganz normale Standard-Glühbirnen genutzt. Ich habe halt drumherum so einen Aluschirm aus der Schweinezucht, glaube ich. Dieser Schirm kanalisiert dann die Wärme der Lampe in die Richtung, in die der Schirm sich halt öffnet. Deswegen reicht bei mir eine normale Glühbirne, die kosten, was weiß ich, im 10er-Pack 5 Euro oder so. Da habe ich eine, was habe ich da drin, eine 60-Watt-Birne. Also die sind auf jeden Fall nicht teuer. Das Einzige, was halt teuer ist und ärgerlich ist, wenn es halt kaputt geht, bei mir geht zum Beispiel relativ häufig die UV-Lampe kaputt, dann ist es ein bisschen ärgerlich, aber mein Gott, passieren kann alles. So, kommen wir langsam mal zu Punkt 4 und zwar den Futtertierkosten. Ich persönlich lasse die Futtertiere nicht in diesen kleinen Plastikbehältern, sondern habe extra dafür Behälter gekauft. Einfach nur, damit die Tiere noch ein bisschen länger leben, weil ich finde, auf so beengtem Raum greifen sie sich viel schneller selber an. In so einer breiteren Kiste haben die viel mehr Auslauf, können sich besser bewegen, sogar auch mal springen. Und meiner Erfahrung nach leben die da länger, als wenn ich die in dieser kleinen Plastikpackung lasse. So ein Behälter für Insekten ist auch gar nicht mal teuer. Meiner hat 15 Euro gekostet. Murphy frisst jetzt mittlerweile Medium-Heuschrecken, wo ich sehr zufrieden mit bin, dass er es endlich tut. Tiere hole ich einmal die Woche. Das wären dann so zwei so kleine Pakete. Pro Paket sind da 11 Stück drin. Und pro Packung kostet das so 2,99 Euro. Das heißt, bei zwei Packungen würde das dann 5,98 Euro kosten. Bei den Futtertieren ist natürlich mir persönlich auch wichtig, dass die immer mit Frischfutter versorgt werden, weil in diesen Plastikdingern liegt da irgendwie immer so, weiß nicht, Fischfutter oder sowas drin. Auf jeden Fall riecht es wie Fischfutter. Und ganz ehrlich, die Tiere fressen zwar ein Salatblatt pro Tag, aber wenn man mal so guckt, wie groß so ein Salatkopf ist. Und so ein Salatkopf kostet ja auch nichts. Da finde ich mal, kann man dann schon mal den kleinen Preis investieren, ein so ein Salatblatt am Tag da reinzuschmeißen. Denn, wie ich auch schon mal gesagt habe, was das Futtertier frisst, frisst dann auch im Endeffekt das Chamäleon. Wenn ihr ein gesundes Chamäleon haben wollt, dann guckt auch, dass ihr die Futtertiere vernünftig versorgt. Außerdem ist noch ein Vorteil, dass die Futtertiere sich ihre Flüssigkeit aus diesem Salatblatt beziehen. Das heißt, du brauchst dann nicht extra so eine kleine Trinkschale reinstellen, die dann auch verdreckt werden kann durch Kot oder sonstiges oder wo die Tiere im schlimmsten Fall sogar trinken können. Das ist bei mir auch anfangs häufig passiert. Dann fällt da so ein Tier rein und er süppelt jämmerlich. Deswegen bin ich auch auf Salatblätter umgestiegen. Aber durch das Salatblatt wird es in erster Linie auch satt und das Tier kann daraus ihre Flüssigkeit beziehen. So, das war es dann auch schon eigentlich zu den Futtertierkosten. Ihr seht, ne, so Futtertiere sind auch nicht teuer. Auch wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Jungtier habt, brauchst du natürlich noch weniger. Und pro Heuschreckenpackung 2,99 Euro, da sind 11 Tiere drin. Und wie ich schon mal in einem Video gesagt habe, ist eine gesunde Menge für ein adultes Tier halt 10 Tiere in der Woche. Das heißt, wir kommen damit relativ gut klar. Ich würde auch theoretisch mit den zwei Packungen 2 Wochen auskommen, nur ich muss halt jede Woche fahren, da unser Futtertierhändler immer relativ kritisch ist, was Heuschrecken angeht. Da muss man relativ schnell gucken, nicht, dass alle auf einmal weg sind. Deswegen fahre ich jede Woche. Der letzte Punkt, welcher auch meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Punkt ist, sind natürlich die Tierarztkosten. Hierbei ist es natürlich auch wieder so eine Sache, ne? Man muss halt gucken, entweder hat man Glück mit dem Tier oder Pech mit dem Tier. Entweder man hat halt ein Tier wie Murphy, wo man jetzt so gut wie nichts hat. Jetzt hat er halt Tumore entwickelt, da gehe ich aber in einem späteren Video, wo ich über Krankheiten spreche, darauf ein. Oder man hat halt ein Tier, was öfters Wehwehchen hat oder im schlimmsten Fall sogar irgendwelche Allergien entwickelt, wenn es das sogar bei Chamäleons gibt, weiß ich ja nicht, ich bin kein Tierarzt. Da aber auch, ne, wer sein Tier liebt, der kommt damit klar und rennt dann nicht direkt, oh, jetzt kommen mal viele Tierarztkosten auf mich zu, dann gebe ich das Tier mal lieber ab, weil das ist eine ganz schön assige Einstellung, wenn du so ein Typ bist oder so eine Person. Dann nicht cool, Alter, weil dann schafft dir so ein Tier gar nicht erst an, wenn du nur davon ausgehst, dass es halt für immer gesund bleibt. Weil es kann genauso wie bei Menschen jederzeit dazu kommen, dass du auf einmal krank wirst und das kann in dem Sinne dann halt sich wie eine Art Schnupfen auswirken, aber du kannst natürlich auch Pech haben und querschnittsgelähmt sein. Ja, das ist bei Tieren und Menschen kann alles passieren. Dennoch sollte man sein Tier niemals im Stich lassen, vor allen Dingen nicht in der Zeit, wenn es euch am meisten braucht. Um es kurz zu machen, es sollte einfach nie zum Nachteil des Tieres gehandelt werden. Panda-Chamäleons haben halt ein häufiges Problem mit Tumoren, die sich an der Farbdrüse bilden. Das war jetzt leider auch bei Murphy der Fall. Gott sei Dank wurden die Tumore als nicht aggressiv festgestellt. Das heißt, ich muss das einfach nur nach der Diagnose halt mit Spritzen behandeln, die meine Tierärztin Murphy gegeben hat. Da habe ich natürlich auch nochmal die alten Rechnungen rausgekramt, weil das ist jetzt auch schon ein halbes Jahr her oder so. Die Behandlung ist jetzt auch abgeschlossen, ich soll mich nur noch da melden, wenn es sich verschlimmert in Form von, dass neue Tumore auftauchen. Wo ihr jetzt auch natürlich erkennen könnt, nur weil es hier halt Tumore hat und Murphy hat halt noch den einen an der Wirbelsäule, heißt es nicht, dass man nonstop zum Arzt rennen muss. Es kann auch sein, dass der Fall eintritt, wie bei Murphy,
dass der Tumor zwar noch da ist, aber sich so gut verhält, dass man halt nicht immer regelmäßig zum Arzt gehen muss, sondern nur noch, wenn sich was weiter ins Negative verändern sollte. Auch um gerade solche Sachen vorzubeugen, ist es natürlich wichtig, es gibt so kleine Fläschchen, die kann man auch beim Tierarzt ganz normal anfragen, ob man die bekommt. Da kann man Kotproben reintun und dann zur Untersuchung dem Tierarzt geben. Das ist sehr hilfreich, denn dadurch kann sehr oft Schlimmeres vermieden werden. In der Kotprobe kann man direkt sehen, okay, hat das Tier Parasiten, sind da irgendwelche Keime drin oder frisst es was, was es irgendwie gar nicht verträgt. Und da können auch so sehr gravierende Krankheiten, wie zum Beispiel diese Parasiten, sehr früh erkannt werden und dann auch sehr schnell behandelt werden, woran ein Tier dann sonst im unbehandelten Zustand sterben würde. Deswegen ist es wichtig, so einen gesunden Abstand von, was weiß ich, alle 3 Monate mal so eine Kotprobe abzugeben. Einfach nur, um zu vergewissern, ist quasi wie eine Routineuntersuchung, sage ich jetzt mal, dass dem Tier nichts fehlt. So, kommen wir mal zu meinen Tierarztkosten. Und zwar war der erste Vorfall am 25.04.2018. Da wurde ein Parasit durch die Kotprobe, die ich vorher abgegeben habe, entdeckt und der wurde anschließend behandelt. Die Diagnose plus die Behandlung hat gerade mal entspannte 15 Euro gekostet. Der Fall mit dem Tumor ist schon ein bisschen länger her, der war am 6.05.2020. Da wurden halt die Tumore entdeckt, auch direkt die als gutartig diagnostiziert, aber trotzdem halt, damit das Tier sich noch vernünftig bewegen konnte, weil einen hatte der genau an der Hüfte gehabt, wo das Bein immer lang geschrappt ist, damit der halt, der ist auch jetzt weg, der ist abgefallen. Durch das Medikament, das ist schon mal gut, weil dann kann sich Murphy wieder vernünftig bewegen. Sonst hat er nämlich den Fuß immer so ganz komisch abgespreizt, damit er mit dem Tumor halt nicht in Kontakt kommt, weil ich auch denke, der hat ein bisschen ihn auch gepiekst gehabt damals. Da hat die Diagnose plus Behandlung, also diese Spritze, 27,90 Euro gekostet. Die Spritze musste man dann wöchentlich erneuern. Da war die nächste Spritze am 13.05. Das hat mich dann auch wieder 27,90 Euro gekostet. Und dann nochmal am 20.05. auch wieder 27,90 Euro. Und da ist es halt der Punkt gewesen, es ist von Tier zu Tier unterschiedlich. Bei Murphy war es dann natürlich schon so deutlich besser, dass die Tierärztin gesagt hat, okay, wir können die Behandlung abstellen. Da sich 2 der 3 Tumore komplett zurückgezogen haben und abgefallen sind. Nur noch der eine ist da und der ist auch nicht größer geworden. Im Gegenteil, der wird halt immer von Zeit zu Zeit ein bisschen kleiner. Wo sie auch meinte, je öfter er sich dann später noch häutet, umso kleiner wird dann noch der Tumor, bis er irgendwann hoffentlich ganz weg ist. Und da hat sie mir dann noch gesagt, wir stoppen dann die Behandlung jetzt hier, dass sich das halt so sehr zum Positiven gewendet hat. Und sollte aber noch irgendwas passieren, bezüglich sich verschlechtern oder so, soll ich mich auf jeden Fall wieder melden. Da mir natürlich sehr im Herzen liegt, werde ich das auch tun. Und ne, das wollte ich euch nur mal mit näher bringen, dass es halt wirklich wichtig ist, regelmäßig euer Tier halt abchecken zu lassen. Ja, das halt, damit ist halt wie gesagt nicht gemeint, dass man das ganze Tier vorführt, sondern einfach nur eine Kotprobe abgibt und die dann analysieren lässt, ob sich was im Tier befindet, was dem Tier schadet. So, damit war es das auch schon wieder für dieses Video. Ich hoffe mal, ich habe nicht zu viel gelabert und euch auch die ganzen Sachen nochmal näher gebracht. Ich hoffe, ihr konntet jetzt dadurch auch so ein Bild machen, was so für Kosten auf euch zukommen. Und macht euch auf jeden Fall nicht verrückt. Nur weil ich jetzt hier mit ein paar Zahlen um mich geschmissen habe, heißt es nicht, dass ein Chamäleon als Haustier preislich ins Unermessliche geht. Es ist, im Endeffekt ist es nichts anderes als ein Hund, eine Katze, eine Schlange oder sonst was. Es ist genauso ein Haustier, wofür man sich entschieden hat, was einem sehr gut gefällt. Und da sollte auch der Preis keine Rolle spielen, finde ich. So, wie gesagt, das war es jetzt von meiner Sicht. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Ansonsten, wenn ihr mehr Chamäleon-Content haben möchtet, auch gerne ein Abo. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. I've got a question, if you'd hear me out, out. In your defense, you never had a chance. And so tell me straight, I won't go. This is our time now, I'm sure, make no mistake, that we are.